Nimm die Spur der Mongolen auf. Sind doch bestimmt hier lang gelaufen. Findet halt auch echt keine Anhaltspunkte, ne? Ich sehe jetzt aber auch keinen Stress oder so. Hier. Hier sind Spuren. Wahrscheinlich hier lang gegangen. Oh, ich muss mit ihm sprechen. Sie sind in Richtung Sumpf. Kommt. Klingt, als würdet ihr und Hochi euch kennen. Hochi beschwerte sich immer, dass mein Bruder zu kampflustig sei. War euer Bruder gewalttätig? Nein, aber schon immer furchtlos. Als ich noch klein war, schikanierten mich die Jungs in meinem Dorf. Das muss sicher schon lange her sein. Viele Mahlzeiten her. Einmal stopften sie mich in einen Hirsesack und wollten mich in einen Baum hängen. Enjo tat so, als wäre er ein Dämon, der in den Ästen sitzt. Sie taten mir nie wieder etwas. Mut zeigt sich in vielen Formen. Hochi glaubt, Kriegsmönche sind voller Wut und Hass. Aber wenn ich meine Naginata schwinge, opfere ich die wenigen, um die vielen zu retten. Und das tue ich ohne Hass. Ja, schwierige Entscheidung, aber ich würde auch so handeln. Auch wenn das heutzutage ein bisschen radikal ist, aber so ist es einfach. Da sind sie. Bleibt hier, Norio. Nicht, dass die Mönche zwischen die Fronten geraten. Warte mal, den kann ich doch bestimmt so klatschen, oder? Oh, treffe ich den nicht? Was zum Geier? Sie töten uns, wenn wir fliehen. Ja, ich weiß. Ja, warum ich den jetzt nicht anvisieren konnte mit Attentat und so ein Shit. Alles wird wieder gut. Bitte, ich hab Familie. Ja, ist doch gut, du hast, du bist ein Mensch. Seid ihr der Samurai, der wieder auferstanden ist? Ist Hochi bei euch? Hochi? Nein, aber einer von uns ist entkommen. Die Eindringlinge haben ihn verfolgt. Sie kommen sicher gleich wieder. Fürst Sakai, Mongolen auf der Straße. Norio, ihr lebt. Zurück, alle Mann. Fenster.
Voller Lümmel. Entschuldigung. Ich wollte eigentlich die Pferde nicht klatschen, aber es war einfach, ja. Nicht vermeidbar. Ist jemand verletzt? Uns geht es gut, mein Herr. Wo ist Hochi? Eine andere Gruppe hat ihn. Norio. Sie kannten Hochis Namen. Und sie erwähnten den Zedern-Tempel. Fürst Sakai. Warum sollten Sie Hochi vom Rest trennen? Weil er der beste Heiler ist. Sie brauchen ihn vielleicht. Und er ist gern mal vorlaut. Ihr meint, er hat sie verärgert. Ich kenne Hochi. Ja. Zieht keine voreiligen Schlüsse. Zunächst einmal müssen wir ihn finden. Ich werde herausfinden, wohin sie ihn gebracht haben. Wir sehen uns dann in Akashima. Wir finden ihn, Norio. Jo. Talisman der Resistenz. Ich könnte eigentlich Talisman der göttlichen Heilung. Resistenz 2. Präzision. Talisman der Wildheit. Wildheit. Niederer, mittlere Erhöhung, Taumelschaden, Wohlseins, Wohlsein 2. Gegner zu töten stellt eine mittlere Menge Gesundheit wieder her. Langsam stellt außerhalb des Kampfes Paraden, Munition und Vorräte, Windglocken. Hier wird mehr Vorräte, Raubtier, Bambus und Eibenholz beim Sammeln. Ist vielleicht auch nicht schlecht. ...50% weniger Gesundheit. Gegner ist verhindert, das Unterbrechen von Nahkampfangriffen. Ball zu erstatten. Pfeile treffen lautlos ihr Ziel. Ermordete Gegner lassen zusätzlich Munition und Pfeile fallen. Munition und Vorräte. Probier das mal. Kann ich auch goldene Dinger benutzen? Nee, ne? Doch. Vielleicht sollte ich das mal machen. Nee, das passt schon so, finde ich. So, Geist. Ja, das passt eigentlich. So, wo geht's jetzt weiter? Hier. So, wollen wir dem guten Mann mal helfen? Adler von Mongolen können mit Kuna leicht ins Visier genommen werden. Ich habe aber nichts hier Neues, ne? Fürst Sakai, hab Dank nochmal. Kein Problem, Shino. Ah, da ist er. So, mein Lieber, was hast du zu sagen? Sakai, Norio. Wieder ein Flasche Cola leer gemacht. Wir waren alle um Hochi besorgt. Sie brauchen eine Pause.
Solche Augenblicke sind derzeit selten. Ich war mal wie Sie. Ich bin nicht mehr der gleiche Mann wie in der Nacht vor Komoda. Wie schlimm war's? Komoda? Schlimm. Wir verloren alle. Der Strand war von Blut durchtränkt. Der Sand wie Brei. Ein albtraumhafter Anblick. Wir ritten Richtung Süden, bis in die Nacht. Ein Sturm zwang uns anzuhalten. Auf einem Gehöft schliefen wir etwas. Schreie rissen mich aus dem Schlaf. Das Haus in Flammen. Plündernde Mongolen. In Ketten kamen wir nach Kaneda. Nachdem wäre ich lieber im Kampf gestorben. Ich ahne, wo sie Hochi festhalten. Wollt ihr jetzt gehen? Ja. Drei Taten, drei Illusionen? What? Warum Illusionen? Wo gehen wir hin? In ein Küstenlager. Mongolenschiffe auf dem Weg nach Norden holen dort Vorräte und Gefangene. Auf hoher See werden wir ihn verlieren. Fürst Sakai, was macht ihr, wenn das alles vorbei ist? Ich hoffe, ich kann irgendwann heimkehren und neu anfangen. Ich wünschte, so ginge es mir mit meinem Tempel. So lange war mein Weg klar vor mir. Dem achtgliedrigen Pfad folgen, eine Familie gründen, dem Zedern-Tempel dienen. All das könnt ihr immer noch tun. Ich ging wegen meines Bruders in den Tempel und stellte mir immer vor, wie meine Kinder und Enjos Kinder gemeinsam aufwachsen. Unsere Frauen werden befreundet. Das sind schöne Gedanken. Hatte ich früher auch immer so große Pläne. Ja, man weiß nie, was kommt, ne? Die Mongolen haben nicht alles genommen, Norio. Eines Tages sind sie fort. Und ihr habt euer Leben noch vor euch. Es ist nicht mehr nur mein Leben. Ich muss für Enjo und die anderen gefallenen Mönche leben. Empfindet ihr nicht ebenso für die Samurai von Komoda, als wäret ihr ihnen schuldig? Manchmal. Als müsse mein Leben für 100 Samurai zählen. Doch das erscheint mir unmöglich. Vielleicht ist es das. Mein Leben vor der Invasion kommt mir vor wie das eines anderen. Oder wie die Kindheit. Vielleicht empfindet ihr in 20 Jahren dasselbe für diesen Augenblick. Fürst Sakai, ich sagte doch, Hochi sei entschieden gegen Gewalt. Nur er sei anderer Meinung als die Kriegsmönche. Er hasst alle Waffen. Auch eure und meine. Er kann mich belehren, so viel er will, wenn er sicher in Akashima ist. Da bin ich mal auf seine Standpauke ge... Ups. Kann ich nicht galoppieren? Braves Pferd. Hallo. Schnell, Sora. Ja, wollte schon sagen. Fuchsbau! Wir nähern uns dem Lager. Machen wir mal ein bisschen langsam, hm? Ah, die geben automatisch Gas, okay. Gut. Mongolenwache, erledigt dies. Wir brauchen einen Überblick über das ganze Lager. Was ist mit dem Dorn? Oh, Entschuldigung. Schnell. Oh, ja, okay. Wir müssen Hochi finden. Die Mongolen halten da jemanden fest. Hochi, er muss es sein. Wenn ich allein gehe, kann ich unbemerkt zu ihm gelangen.
Eine Signalkanone. Ich könnte sie auslösen und sie ablenken. Und ich hole Hochi raus. Ich suche Hochi und treffe euch dort. Wartet nicht auf mich. Bringt Hochi zurück ins Dorf. Ich komme zurecht. Wir sehen uns dann Link nach dem Plan. Feuert die Signalkanone ab. Ich hole Hochi. Sucht Zuflucht bei Amida Buddha, mein Herr. Hoffentlich schaffst du das. Können die auch ganz langsam, ne, Stück für Stück. Ich weiß, wo du bist. So, komm mit Hochi. Hochi Mochi. Was ist hier los? Wer seid ihr? Mein Freund, wir müssen weg. Ich kann nicht weg. Die Mongolen bringen mich zum Zedern-Tempel. Die Menschen dort brauchen Heiler. Dringend. Dafür ist keine Zeit. Tut mir leid, aber ich muss hier bleiben. Jin! Hochi! Norio? Was macht ihr denn hier? Der Alarm hat einen Plünderertrupp angelockt. Sie sind ganz nah. Verdammt. Bleibt zurück, Hochi. Wir halten sie euch vom Leib. Norio, zieht eure Klinge. Wo kommen die denn? Euch werde ich Manieren lehren. Ein Mönch des Zehnerkettels ist euer Sensei. Hier liegen noch deutsche Dünne. Sind die anderen bei euch, Norio? Alle sind fort. Nur ich bin hier. Tut mir leid. Ich wünschte, die Blutbäder wären vorbei. Die Mongolen suchten nach mir. Ich ergab mich, um Leben zu retten. Woher wussten sie, wie sie euch finden? Sie wussten, ich war in Akashima. Und ich sollte zum Zedern-Tempel zurückkehren. Sie brauchen einen Heiler. Ihr wolltet die Verwundeten des Feindes behandeln? Ob Mongolen oder Japaner, wir alle leiden. Einige verdienen es. Doch das heißt, ist der Zedern-Tempel gefallen? Ich weiß nicht. Norio, bringt Hochi zurück ins Dorf, bevor die Verstärkung ankommt. Sie werden Rache wollen. Ich komme nach und wir machen einen Plan. Klingt interessant.
Ich glaube, es macht auf jeden Fall durchaus Sinn, wenn ich hier die Quests von den Leuten hier durchgehend weitermache. Weil wenn du halt immer von allem so ein Stückchen machst, dann hast du, glaube ich, irgendwann echt den Überblick verloren und weißt halt nicht, was jetzt Sache war, ist und sein soll. Dementsprechend, ja, will ich aber alles hier nochmal abgrasen, bevor ich weiterreite. Und wir werden auf jeden Fall Quest hier durchziehen. Weil ich finde ich alle generell interessant. Das lässt sich einfach nicht von der. Von den Lippen lässt sich nicht einfach anders betiteln. Ich sammle die Vorräte so schnell ein, dass der Zähler gar nicht mehr hinterherkommt. Eisen, nicht schlecht. Gibt's hier noch irgendwas? Ah, kaputt machen. Okay. Ist das der Perk, dass der mir jetzt zusätzlich gibt? Sprich, ich sammle einmal was ein und krieg dann nochmal was? Hm. 405 Vorräte? Hatte ich nicht eben mehr oder habe ich noch... Ah, ich habe, glaube ich, noch eine Verbesserung gemacht. Okay. +14. Interessant. Gut zu wissen. So, unbesiegbare Gusaku. Ich hörte von einem Musikanten in Akashima. Vielleicht kannte er eine Geschichte, die sich... Mach ich mal den Fuchsbau. Den machen wir noch hier in dem Part. Und dann will ich den Geschichtenzuhörer im nächsten Part mal zuhören und mit dem Mönch weiterhin rumeiern. Ja, Fuchsi ist ja gut. Ich krieg mehr Bam. Ich habe jetzt mehr zusätzlichen Bambus bekommen als ursprünglich. Herrlich. So. Ein Schrein brauche ich noch. Kann man mal machen. Ja, ne? Gibt's hier noch irgendwas? Zurück. Und 450 Meter in die Richtung. Ja, das kriegen wir hin. Das sollte kein Thema sein.
ein bisschen durch die schönen Landschaften zu laufen, wäre ja kein Problem. Fuchsbau haben wir gemacht, dann würde ich sagen, das sind halt normale Rentiere, ne? Aber Blut, so ein Kram, kann die ja sammeln. Aber bis zum nächsten Mal. Macht's gut, Leute. Tschüss.